So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Freitag, den 15. Oktober 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir, wie gewohnt, einen Blick auf die Märkte uns gönnen und eine Einschätzung besonders zum DAX geben, der tatsächlich jetzt zügiger als erwartet das Kursziel auf der Oberseite abgelaufen hat. Die 470-500er Region nach Eroberung der 15.300er Marke, die hatte ich ja nicht nur in meiner DAX-Analyse thematisiert oder in diversen tatsächlich schon DAX-Analysen der letzten Tage, sondern auch gestern im Morning Meeting. Ja, und jetzt ist es zügiger gegangen als erwartet und demnach ist dann für heute tatsächlich nicht mehr die Long-Seite, sondern eventuell ein Bounce-Play ein Thema, vorausgesetzt natürlich, wir prallen heftiger gegen den 470-500er Bereich ab. Alternativ erobern wir diese Region mit entsprechenden politischen Vorgaben seitens der US-Märkte und sehen dann entsprechend eben erstmal eine kleine Korrekturbewegung, wobei sich derzeit zeigt, dass wir eher auf hohem Niveau zu konsolidieren scheinen. Also so ein Bounce-Play kein so großes Thema zu werden scheint. Darauf werden wir, wie gesagt, einen Blick werfen. Und ja, zudem will ich auch einen Blick werfen auf eine Aktie, die mir gestern in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt ist, ausgehend von einer Entwicklung, die wir gerade im Biotech-Bereich sehen. Da war mir gar nicht so bewusst, ehrlich gesprochen. Also, dass Biotech-Unternehmen oder beziehungsweise auch beispielsweise die Klassiker in Anführungsstrichen gerade im aktuellen Umfeld, die eben für Covid-Impfstoffe zum Beispiel relativ heiß sind, also BioNTech beziehungsweise Pfizer beziehungsweise Moderna beispielsweise, dass die eine schärfere Korrektur gesehen haben, das war das eine. Aber es ist eben auch so, dass wir natürlich übergeordnet, also diesen Biotechnologiesektor gerade doch stärker unter Druck sehen. Also nicht die, in Anführungsstrichen, Bullishness sehen, die wir dort vielleicht erwarten würden im derzeitigen Umfeld, vielleicht auch, weil der Modus dort ein bisschen heiß gelaufen ist. Da ist ein Einzeltitel bei mir in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt, beziehungsweise der grundsätzliche Sektor, Querstrich der ETF in dem Zusammenhang, der XBI, dem wir heute einen Blick werfen oder eine nähere Betrachtung beginnen wollen. Und auch dazu habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ja, wir wollen wie gewohnt zunächst einmal starten hier mit dem Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung einher, hier schnell Geld zu verlieren. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil mache man sich zunächst einmal mit diesem vertraut. Dann entscheide man, ob der Handel mit den Produkten sich für einen eignet. Am besten, indem man sich eine Demo besorgt. Runterladbar auf markets.com/de. Dort findet ihr auch den vollständigen Risikohinweis und dann einfach risikofrei testet. Wenn ihr dann feststellt, ja, der Handel mit diesen Produkten eignet sich, passt zu meinem Risikoprofil, passt zu meinen persönlichen Bedürfnissen bzw. meinen Zielen als Investor/Trader. Ja, dann findet ihr bei markets.com entsprechend einen Multi-Asset-Broker, der darüber hinausgehend eben auch neben CFDs und FX-Produkten, beispielsweise physischen Aktienhandel oder ETFs, wie gerade eben thematisiert, eben anbietet. Weitere Informationen darüber hinausgehend gerne per E-Mail an Elena. Kontaktiert gerne mich im Zusammenhang mit Fragen rund um die Märkte, Einschätzungen, vielleicht komplett konträren Einschätzungen zu meinen hier präsentierten Gedanken im Morning Meeting. Jetzt nicht nur während des Events, Live-Events hier im Livestream, dass ihr Fragen stellt beziehungsweise eure Einschätzungen mit mir teilt, sondern eben auch darüber hinausgehend eben eure Einschätzung unterhalb des Videos in der Chatbox hier präsentiert. Geht gerne auf meine Webseite jk-trading.com/forum. Dort habt ihr eine Trading-Chatbox für den jeweiligen Tag. Die Discord-Community im Zusammenhang besonders mit dem US-Equity-Handel, nimmt zunehmend an Fahrt auf. Es werden immer mehr und immer mehr und immer mehr, die sich dort eben entsprechend melden, beziehungsweise anmelden, beziehungsweise dort sich eben entsprechend austauschen. Täglich, mein Fokus liegt besonders auf US-Equities, aber das ist nicht darauf beschränkt. Also schaut auch gerne in dieser Discord-Community vorbei. Ich teile vielleicht gerade mal just in jenem Moment einmal hier den Link dazu. Einen Moment, Leute einladen und dann habe ich hier einmal den Link. So, und stelle den einmal hier in die Chatbox ein, Discord. Der Link dazu, den werdet ihr auch im Anschluss unterhalb des Videos finden. Also das heißt, da stelle ich auch die Links, die ich jetzt hier gleich präsentiere, auch zu den diversen, zum Beispiel Biotech-Betrachtungen oder auch des Blogartikels, der gerade auf meiner Webseite eingelaufen ist. Ich will noch mal ganz kurz vielleicht die Möglichkeit nutzen, das bietet sich einfach jetzt an. Der eine oder andere wird jetzt hier gerade reinschauen und wird sagen, ja, ein bisschen spät angefangen, was ist denn da los? Ist relativ einfach, ist eigentlich keine Entschuldigung, aber dennoch erwähnenswert an der Stelle. Ich bin nächste Woche Dienstag, bin ich bei der VTAD, also bei dem Verein Technische Analysten Deutschland, und bin ich eingeladen worden hier in Berlin zu einem Vortrag, wo ich ein bisschen was zu US-Equities präsentieren will. Wer da vorbeischauen möchte, der ist herzlich eingeladen. Ich weiß gar nicht an der Stelle, ehrlich gesagt, ob man da Mitglied sein muss, um dem Vortrag zu lauschen. Er findet auf jeden Fall statt am Dienstag. Jetzt muss ich mal ganz kurz das Datum, einen Moment, welcher Tag ist denn der nächste Woche? Dienstag, 19. Oktober. Findet statt in der Weidemeierstraße 2, 10178 Berlin mit, beziehungsweise ist im dritten OG dann sogar ganz konkret. Ich stelle mal ganz kurz hier den Link ein. Moment. So, Adresse VTAD.
Adresse VTAD hier. Wenn ich einfach mal auf die Webseite auch schaue, vom VTAD an der Stelle für nähere Informationen. Und ja, das ganz kurz. Ich habe da noch eine Präsentation nicht vorbereitet, die habe ich schon vorbereitet, sondern die Informationen rund um diese geteilt und die Agenda, wie wir uns dann daran orientieren, weil da auch eine E-Mail rausgehen soll, eben an die Teilnehmer, die dann entsprechend dort dem Event beiwohnen können. Also, das für Interessenten. Ich weiß, dass da einige auch unter uns hier im Morning Meeting sind, die dort in der V2AD Mitglied sind. Wie gesagt, Einflugschneise Berlin, nächsten Dienstag hab ich da ein kleines Event und ja, sich in Zeiten von Corona da mal persönlich kennenzulernen oder beziehungsweise mal wieder in Person miteinander zu kommunizieren, ist ja jetzt eventuell auch durchaus mal schön. Also es ist schon erstaunlich, wie motiviert ich bin, trotz des Stresses, den der ein oder andere vielleicht so nachvollziehen kann, der selber zwei Kinder oder mindestens zwei Kinder vielleicht oder selbst eins reicht schon aus zu Hause hat und dann trotz alledem sagt, ach ja, mein, am Wochenende mal so einen kleinen Kindergeburtstag mitzufeiern, warum eigentlich nicht? Kommst du mal ein bisschen raus, hast ein bisschen Kontakt mit den Leuten. Also gerne, gerne in dem Zusammenhang auch die Möglichkeit eben zu diesem Live-Event nutzen. Ich freue mich ziemlich, dass ich eingeladen worden bin. Also ich bin da nicht proaktiv gewesen, sondern die sind auf mich zugekommen, was mich noch umso mehr freut, ehrlich gesagt. Ja, schaut da gerne vorbei. Kommen wir zum DAX, kommen wir zur aktuellen Performance, beziehungsweise hier nochmal zum Lauf, den wir gestern gesehen haben. Also sehr, sehr stark bullische Vorgaben. Wir hatten es zum Thema gemacht. Deswegen ist es eigentlich für uns jetzt weniger die Frage eigentlich nach dem Treiber für dieses Event hier. Wir hatten diverse bullische Szenarien skizziert, in dem Zusammenhang beispielsweise auch die relativ starke Performance der Equity-Märkte generell, also der Aktienmärkte, thematisiert gehabt, trotz der deutlich angezogenen Zinsen. 10-jährige US-Zinsen sind ja auf die höchsten Niveaus seit Mai gelaufen, über 1,6% und haben sich auch in diesem Bereich jetzt, naja, stabilisieren können, beziehungsweise rollen aber dennoch so ein bisschen über, jetzt infolge der am Mittwoch veröffentlichten Inflationszahlen aus den USA bei 5,4%. Und diese relativ starke Performance. Dann auch das saisonale Fenster, in dem wir uns einfach aktuell befinden, wissentlich, dass eben Oktober, auch November, Dezember eigentlich ein historisch sehr, sehr starkes Börsenumfeld einfach ist oder begünstigt. Das in Kombination eben mit der Rückeroberung hier dieser 15.300er-Region, die wir zum Thema gemacht hatten, also 15.270, 300 hatte ich gesagt. Gestern hatten wir im Morning Meeting hier den Retest zum Thema gemacht, der noch vor Morning Meeting stattgefunden hat. Dann hatten wir schon neue Tageshochs markiert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es war eigentlich jetzt keine so große Überraschung, jedenfalls aus technischer beziehungsweise aus relativ stärketechnischer Perspektive, was wir dort gestern gesehen haben, zumindest meiner Einschätzung nach, dass das allerdings dann schon ausreicht in diesem verhältnismäßig impulslosen Umfeld. Gleich das Kursziel, was ich zur Woche, in den Wochenschluss hier zum Thema gemacht habe, um 15,47, im Moment, 15,470, 15,5 auf der Oberseite, also dieser rotfarbene Kasten, dass wir den schon ablaufen. Das war dann schon eher überraschend. Und ja, nunmehr, jetzt kann man ja erkennen, also der Modus ist sehr, sehr stark überdehnt auf der Oberseite. Und die Frage, die sich jetzt halt stellt, ist, sind wir in der Lage, diese Niveaus hier zu halten im Wochenschluss? Wenn ja, dann sollten wir wahrscheinlich nicht allzu viele Impulse erwarten. Jetzt sehen wir jedenfalls für den DAX oder beziehungsweise auch für die US-Märkte an der Stelle. Dann ist die wahrscheinlichste, das wahrscheinlichste Szenario, dass wir auf hohem Niveau konsolidieren, seitwärts ausdriften, zwischen wahrscheinlich 4,70 bis auf der Oberseite 5,30. Also das heißt, in diesem Korridor uns mehr oder minder in den Wochenschluss verabschieden. Und alternativ das Szenario wäre, wobei jetzt sich schon mehr und mehr abzeichnet, dass das hier nicht dieses bärische Szenario, Korrekturszenario wird, bärische Szenario ist übertrieben. Und zwar wäre eine alternative Möglichkeit, dass wir gegen diesen Bereich zunächst einmal überrollen und einen Teil der Aufschläge von gestern korrigieren. Möglicherweise mit Retest der Ausbruchregion um 15.300, eben roundabout. Allerdings ist es eben so, dass wir, und da kommt jetzt nämlich genau dann die Intraday-Betrachtung, das ist zwar auf der Stunde durchaus ein in zu Betracht ziehendes Szenario, aber wir sehen hier in der kurzfristigen Betrachtung auf 5-Minuten-Ebene, dass wir zwar initial unter Druck geraten sind und auch hier bis jetzt jedenfalls haben nicht den Kassa oben zurückerobern können, beziehungsweise uns leicht unterhalb des EMA 50 hier auf 5-Minuten-Basis stabilisieren. Nichtsdestotrotz wirklich Dynamik, also wirklich ein scharfer Pull-in oder eine stärkere Korrekturdynamik hier kommt derzeit nicht auf. Das ist für mich ein Signal, dass wir eventuell nach unten schon größtenteils fertig sind. Also zumindest mal jetzt über den europäischen Handel, dass wir dann auf die US-Märkte warten müssen. Mal schauen, vielleicht gibt es da einen neuen Impulsgeber. Aber dass die Wahrscheinlichkeit hier eher denkbar ist, dass wir über den EMA 50 bzw. dann den Kassa Open zurückdriften und dann eben dieses rangegebundene
seitwärts geschobene, dieses Korridorszenario einfach zu sehen bekommen. Und eben verhältnismäßig evolutiv und spektakulär in den Wochenschluss uns verabschieden. Das ist übrigens etwas, das wird auch unterstrichen. Da will ich mal ganz kurz, wir schauen mal kurz hier gleich auf den S&P natürlich. Der hat sich natürlich ebenfalls bullisch präsentiert. Ich will ganz kurz einmal hier auf den VIX gehen, der regelrecht kollabiert. Also regelrecht kollabiert trifft es relativ gut. Wir haben zu Beginn der Woche, Moment, 12. Ja, Beginn der Woche war es hier, 11. Oktober, das war Columbus Day, da gab es einen leichten Anstieg mal der Wohler. Aber wir toppen, rollen über gegen wieder die 20er-Region und sehen einfach jetzt, dass wir in dem Bereich wieder der Jahrestiefs hier unterwegs sind. Das ist aus volatilitätstechnischer Perspektive ein klares Signal, dass der Markt trotz sich abzeichnender Taper-Spekulationen nicht wirklich erwartet, dass hier in irgendeiner Form ein volatilitätsbegünstigendes Trigger-Event irgendwie in irgendeiner Form auftritt. Also wir müssen uns immer vor Augen führen, in was für einem Umfeld wir uns bewegen. Also wir haben vielleicht alle, gefühlt jedenfalls, Sorgen. Zum Beispiel jetzt neben den gesellschaftlichen Entwicklungen, die rund um Impfung und was weiß ich nicht, was alles stattfinden, Diskussionen, die wir vielleicht auch im familiären Umfeld, im beruflichen Umfeld haben, die Entwicklungen, die wir aus zum Beispiel Italien sehen oder auch aus Frankreich, aus den USA sehen, dass Menschen beispielsweise ausgehend von ihrem Impfstatus im Grunde genommen dahingehend diskriminiert werden können, dass sie ihren Job verlieren, beziehungsweise vielleicht den Job behalten dürfen, aber zum Beispiel ohne Entgeltfortzahlung, Lohnfortzahlung eben mehr oder minder bis zum Impfstatus erfüllen, dann entsprechend nicht weiter bezahlt werden, im Großen und Ganzen, also Existenzängste, die hier geschürt werden seitens der Regierung rund um den Globus, die Gesellschaft, die Bürger, die erpresst werden auf ziemlich brutale Art und Weise. Also was anderes darf man dazu nicht sagen, denke ich. Ich denke, das ist auch absolut legitim, ist sozusagen. Ich denke auch, es ist mehr und mehr jetzt offenbar, dass diese Herrschaften Politiker und nicht unser Wohlergehen im Sinne haben und dass es auch nie das Ziel war, in irgendeiner Form die Gesundheit an erste Stelle zu stellen und in irgendeiner Form die dann in Anführungsstrichen weggenommenen Grundrechte uns wieder zurückzugeben. Also das gilt jetzt nicht nur bezogen auf Deutschland, wo wir verhältnismäßig liberal wahrscheinlich sogar noch sind, sondern wenn ich mir beispielsweise die Entwicklung anschaue, sei es jetzt Australien, sei es Kanada oder dergleichen. Und das sorgt erstmal für Sorgen. Also und das ist eine potenzielle gesellschaftliche Spannung, die dort auftritt. Das sieht man jetzt auch zum Beispiel in Italien, diese grüne Passdiskussion beispielsweise und so weiter. Und die jetzt auch dort aufbegehrenden, also verstärkt lauter werdenden Stimmen. Und auch, ich habe nur die Headline gelesen, aber ich glaube, dass da jetzt auch mittlerweile sich Ausschreitungen eben abzeichnen. Das ist auf jeden Fall etwas, das besorgt uns. Also das sorgt jetzt dafür, dass wir eher potenziell nervös werden. Also wenn man so mal in sich hineinhört. Ergänzend dazu haben wir eine Entwicklung auch aus inflationstechnischer Perspektive. SCH, Punkt, Punkt, Punkt. Ich darf es ja hier auch nicht oft sagen. Ich bin heute Morgen zum Bäcker gegangen und stehe in der Schlange und da stehen ja dann immer dann die Zeitungsständer. Dann gucke ich da drauf und sehe dann, also ganz groß natürlich und das Bild natürlich herausragend in Anführungsstrichen, weil du hast natürlich diese riesengroßen Bilder, riesengroße Schrift und dergleichen. Da wird dann thematisiert plötzlich, dass die Inflation, die wir ja zum Beispiel im Energiesektor wahrnehmen und die auch schon Sorgen schürt, dann jetzt stellt man sich plötzlich die Frage, naja, was ist denn eigentlich, wenn die Lampen ausgehen? Was ist denn, wenn plötzlich die Heizung ausfällt und wir wirklich im Kalten sitzen? Also bis jetzt schmunzeln wir so ein bisschen darüber, aber was passiert denn, wenn sich diese Entwicklung wirklich hier in irgendeiner Form dann zeigt? Das ist durchaus etwas, was nochmal zu Sorgen beiträgt, ergänzend zu dem Inflationsdruck, der jetzt auftritt. Der ein oder andere wird vielleicht Sie auch sagen, also der zur Miete wohnt zum Beispiel, aber vielleicht gar nicht mal nur zur Miete, sondern auch als Eigentümer, dass man sagt, na, ich werde jetzt hier wahrscheinlich erstmal große Rücklagen bilden müssen, weil irgendwann ist der Tank leer, beziehungsweise irgendwann kommt die Betriebskostenabrechnung. Da will ich ja nicht irgendwie plötzlich sehen, dass ich 5.000 Euro nachzahlen muss oder was weiß ich, wie die Beträge dann sich da darstellen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Du stehst also da, das sind Sorgen, und dann stehst du jetzt in dieser Schlange beim Bäcker, guckst dann auf die Bild-Zeitung und da steht dann plötzlich, jetzt fängt sich das an, auch noch im Brötchenbereich, in Anführungsstrichen, Brotbereich und dergleichen wieder zu spiegeln, dass Brötchen bald über 1 Euro kosten sollen und dergleichen. Das sorgt natürlich, das schürt Ängste, besonders bei uns vielleicht, wo das Thema, also in Deutschland, wo das Thema Inflation ja durchaus ein roter Faden eben tatsächlich ist. Jetzt denkt man sich, okay, warum erzählt ihr mir, dass der Bäcker in der Schlange steht und da eine Zeitung liest? Es passierte Folgendes, auch wenn sich das dann aufgeklärt hat, aber ich stehe also dann vorne am Tresen und sage, ich hätte gerne das. Die packt die Tüte ein und das ist immer die gleiche Brotmischung bzw. Brötchen-Konstellation, die ich hier bestelle. So klassisches Muster einfach, dem man folgt. Das ist eine Gewohnheit.
Und plötzlich tippt die das ein. Also ich finde es schon befremdlich, wie gesagt, für 8 Brötchen an der Stelle 7 € zu bezahlen. Aber jetzt plötzlich tippt die das ein und da steht dann plötzlich 8 €, 9,20 € bitte. Und ich gucke die an und denke mir, und jetzt in dem Moment, also ich hatte jetzt gerade eben diese Headline gelesen in Bezug auf die Bild-Zeitung, Brötchenpreise werden teurer und dergleichen. Und dann denke ich mir, 9,20 €, das sind ja 2,20 € mehr, als ich normalerweise bezahle. Und dann gucke ich sie an, ich so, okay, also ich habe das erstmal im ersten Moment gar nicht weiter hinterfragt und greifst eben die uns bei mir her, legst eben 2,20 € mehr hin. Aber das triggert dann erstmal einen Gedanken, also das ist wirklich eine richtige Kaskade, die da ins Laufen kommt. Und dann gucke ich aber drauf und sehe, dass die Brötchen, die sie dort eingetackert hat, also dass die nicht stimmen. Also sag ich, das ist aber ein anderes Brötchen, was sie da eingetippt haben, das stimmt gar nicht. Es hat sich dann aufgelöst. Es war so, dass es immer noch 7 € sind. Aber du wirst für sowas plötzlich sensibel. Also unter anderen Bedingungen, glaube ich, wäre mir das vielleicht gar nicht aufgefallen. Ne, die ist einfach bezahlt und gut ist. Wobei, also 2,20 € für ein paar Brötchen, also das ist schon eine Preissteigerung. Ich glaube, da wird der ein oder andere schon ein bisschen sensibel. Aber worum es mir hauptsächlich geht, ist, das ist einfach ein Umfeld. Ich glaube nicht, dass ich da alleine bin. Und das ist eben etwas, was dann, komm mal zurück auf den Wix hier an der Stelle und jetzt die Brücke schlagen zum Trading. Das ist einfach ein Umfeld, in dem einfach unglaublich viele Sorgen sich in irgendeiner Form zeigen und die werden sich auch zwangsläufig in unserem, in Anführungsstrichen, Anlageverhalten beziehungsweise in unserem Tradingverhalten widerspiegeln. Und was ich erstaunlich finde, und jetzt kommt nämlich genau die Brücke, die ich hier schlage, was ich erstaunlich finde, ist, dass das zwar ein Gefühl ist, was wir mit uns mittragen als klassische Privatanleger, offensichtlich, also beziehungsweise wovon ich ausgehe, aber welches sich hier nicht irgendwie im institutionellen Bereich beziehungsweise in der Volatilität, die der Markt ist, also Absicherungsgeschäfte, die der Markt tätigt, eben widerspiegelt. Also der Volatilitätsindex, der VIX, ist auf dem Weg in Richtung Jahrestiefs. Und das in Verbindung mit diesem technischen Bild, mit dem saisonal sehr günstigen Umfeld, Jahresendrallye und dergleichen, das ist eben etwas, wo man zum Schluss kommen sollte. Bei aller angebrachten Skepsis, darum geht es gar nicht an der Stelle. Also es gibt genügend Gründe, hier vorsichtig zu sein, beziehungsweise Fragen zu stellen, skeptisch zu sein, auch besorgt vielleicht an der gewissen Stelle zu sein. Ich glaube, das ist auch etwas, was rein natürlich gut ist. Ja? Also nicht unbedingt Angst zu haben und sehr zutiefst emotional werden, aber zumindest mal so ein bisschen Vorsicht walten zu lassen und zu schauen, wie man jetzt auch im Hinblick auf Politik beispielsweise irgendwie hört oder welche Vorgaben man dann eben einfach ungefragt erfüllt, während man andere eventuell hinterfragt. Bei allem Verständnis dafür ist das aber etwas, was man ausblenden sollte im Hinblick aufs Trading, denn da sind die Vorgaben unweigerlich weiter ganz klar bullisch. Also da gibt es keinen Grund, aktuell in irgendeiner Form sich diesem Momentum entgegenzustellen. Und die jüngste Attacke jetzt in Bezug auf den S&P ist es dann an der Stelle, die jüngste Attacke, die hier abgewandt werden konnte, im Bereich 4270, 4280, und dieses potenzielle, ich nenne die mal dreifach Boden, zu Beginn des Monats Oktober. Das ist ein ganz klares Signal. Und jetzt mit dem Ausbruch aus dieser Range hier und der Rückeroberung der 4.400, sogar dem Lauf gestern, also dann auch der Eroberung der 4.450er Marke an dieser Stelle, das ist ein ganz klar bullisches Signal, welches eben für die kommenden Tage auch eher die Long-Seite ganz klar favorisiert. Erst das Zielbereich 4,480, 4,5 und darüber dann potenziell neue Allzeithochs. Also das ist ein zutiefst bullisches Umfeld einfach. Wir wollen mal ganz kurz Folgendes machen. Das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gemacht, aber ich gucke mal kurz auf den Spider. Auf den ETF, der den S&P abbildet. Wo habe ich ihn denn? Da. Und wir gucken mal ganz kurz auf das gestern gehandelte Volumen. Hier. Na, das war okay. Also das war jetzt nicht dramatisch. Das war jetzt kein wirklicher Volumenspike. Aber was ich hier zum Beispiel erkenne, ist eine vielleicht potenzielle Kapitulation der Bären. So könnte man das interpretieren. Ich will es nicht überinterpretieren, weil das ist jetzt nicht der klassische Volumenspike. Also ein Volumenspike ist deutet auf eine sogenannte Umverteilung hin von Bären zu Bullen oder von Bullen zu Bären, je nachdem. Also die treten sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite auf. Und wenn man sich das immer hier jetzt anschaut, diese Spikes, die hier herausragen, also in dem Fall beispielsweise, die treten auf in Bereichen potenzieller Böden. Das war auch hier der Fall. Hohes Volumen. Das war im März, Anfang März eben tatsächlich. Und wir haben diese Niveaus jetzt hier jüngst, das war Anfang, oder nee, Moment, stimmt gar nicht, am 20. September haben wir die angelaufen. Wir driften nochmal ein Stück weit tiefer. Das war jetzt hier in den Fällen nicht gegeben. Also das heißt, da haben wir die Kapitulation in Anführungsstrichen gesehen und dann den Bounce sofort. Aber auch das ist ein Muster, das relativ oft auftritt tatsächlich, dass wir nochmal die Tiefs antesten, nochmal so einen kleinen
in Anführungsstrichen Flashout sehen und dass dann jetzt diese Gegenbewegung eben tatsächlich getriggert wird. Das ist ein nicht zu unterschätzendes Signal, was der Equities-Bereich, also in dem Fall der US-Equities-Bereich uns eben sendet. Und das ist eben durchaus etwas, was wir dann auch im Hinblick auf den DAX berücksichtigen müssen. Denn der ist natürlich positiv korreliert zu den US-Märkten, sprich anders formuliert. Wir sollten in dieser Konstellation eben nicht unbedingt erwarten, dass es jetzt hier nach einer solchen Korrekturbewegung nochmal ein scharfes Leg-Down gibt, vorausgesetzt natürlich die Gegebenheiten bleiben identisch. Natürlich, wenn jetzt irgendwie irgendwo, ich sag mal, an der Wall Street der Strom ausfällt, jetzt mal sehr plump gesprochen, und du hast plötzlich dort irgendwelche dann auch entsprechenden Verwerfungen und Nervosität, die getriggert wird, wie auch immer der Art, bis sich das dann aufgeklärt hat, dass der Strom restored ist, sich herauskristallisiert zum Beispiel, dass es kein Terroranschlag ist, beispielsweise ein Cyber-Attack oder was auch immer da für Möglichkeiten bestehen. Also die Marktbedingungen bleiben ruhig und es bleibt ein, in Anführungsstrichen, souveränes, solides Umfeld. Dann sollten wir eher davon ausgehen, dass wir eben hier diese Bewegung gestern als vielleicht die Initialzündung für die Jahresendrallye sehen, die uns bis bevorsteht und infolgedessen eben diese Konsolidierung heute am ehesten erwarten und dann früher oder später eben den Breakout, der dann in der kommenden Woche die 15.7 hier oben aktiviert, beziehungsweise darüber dann die Region um die 16.000 und neue Allzeithochs denkbar werden lässt. Das ist also das übergeordnete Bild. In diesem Zusammenhang, wie gesagt, wollen wir jetzt mal kurz einen Blick drauf werfen. Ich schau mal eben übrigens. Nee, der ist nicht. Ich muss mal eben gucken. So. Das ist ein Titel, den habe ich jetzt nicht. Also, ich habe jetzt gerade hier Folgendes eingegeben. XBI, das wird den einen oder anderen vielleicht gewundert haben, was das ist. Das will ich mal ganz kurz zeigen. XBI ist ein ETF, der den Biotechnologiesektor abbildet. Man sieht hier, scharf unter Druck geraten. Also wir kommen aus Gefilden um 175, das war im Anfang März, und sind jetzt hier in Bereiche gelaufen um 120 roundabout. Und Moment, wir gucken mal ganz kurz hier auf den Weekly. So, das war Allzeithoch-Territorium. Also wir sehen jetzt hier nach dieser sehr, sehr scharfen Korrektur, und das können wir auch mal prozentual ausrechnen, wir sind bei rund 175, wir sind im Tief gehandelt worden hier im Bereich um 118. So, das ist eine Korrektur größer 30%. Das hätte ich jetzt auch nicht ausrechnen müssen, ehrlich gesagt. Warum? Weil ich hier die entsprechende Betrachtung habe von jemandem, dem ich auch empfehle zu folgen. Bei Twitter, wer da ist, Chief Investment Officer, Family Management und so weiter, der ist im Bereich quantitative Einschätzung und dergleichen, ist der sehr, sehr stark. Und den habe ich schon häufiger, habe ich den gesehen. Ich glaube, im Morning Meeting jetzt hier zum Thema gemacht, hatten wir seine Betrachtung nicht unbedingt, aber er taucht bei mir in der Timeline auf. Und er hat gestern eben hier eine Betrachtung gezeigt, XBI Bear Market, the Drawdown in the XBI, also in diesem im Biotechnologie-ETF, ist the largest and longest, ist der längste und größte, seitdem er aufgelegt worden ist. Also können wir hier zurückgehen, da steht 2000, demnach gehe ich davon aus, dass der im Jahr 2000 wahrscheinlich so weit geht er gar nicht zurück. Also der ist rund 20 Jahre alt, der hat auch entsprechende Inflows schon gesehen. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie viel Kapital da insgesamt reingeflossen ist. Wir sehen ein täglich gehandeltes Volumen hier von 4,7 Millionen Stücke, die da entsprechend umgehen. Also durchaus aktiv gehandelt. Und also dieser Biotechnologie-ETF, wie gesagt, der sieht jetzt eben den aktuell größten und längsten Drawdown seiner Geschichte. Und genau, also hier kann man sehen, das ist einzeln aufgeschlüsselt, ne, 2016. Ich muss ganz kurz übrigens gucken. Es könnte sogar sein, dass es den seit rund 10 Jahren erst gibt. Gar nicht 2000. Aber unabhängig davon, also wir sahen hier bis dato war gucken wir mal ganz kurz, größte Drawdown minus 16, minus 3%. Ist auch vollkommen unerheblich. Wir müssen das gar nicht so sehr auseinandernehmen. Also diese Grafik, ich stelle den Link, wie gesagt, den stelle ich ein unter das Video. Einfach mal selber sich zu Gemüte führen. Mir geht es hauptsächlich vor allem den Aspekt, dass wir nach einer sehr, sehr langen Konsolidierung, die wir jetzt hier ausgebildet haben, dass wir einfach besonders vor dem Hintergrund dieser extremen Länge und auch der Heftigkeit dieses Drawdowns von den Allzeithochs, dass wir in einen Bereich laufen, wo es vielleicht kurzfristig, mindestens besonders mit Ausblick auf ein weiterhin Equity-günstiges Umfeld, eher positive
Vorgaben eben finden. Der Biotechnologiebereich, mal schauen, in welche Richtung hier die weiteren Entwicklungen geht, aber grundsätzlich glaube ich, ist das ein Markt, der einiges noch an Wachstumspotenzial hat. Und nun ist es so, dass ich mir eben im Zusammenhang hier mit dem XBI natürlich einerseits den ETF ins Portfolio legen könnte, beziehungsweise was ich dann gerne mache ist, ich gucke mir einfach mal die Portfolio Constituents an. Also das heißt XBI ETF. Ich gucke mir einfach an, was sind denn die einzelnen Titel, beziehungsweise also in welchen Bereichen sind die denn investiert. Sehr breit aufgestellt. Und hier kann man ein bisschen scrollen. So. Also, hier sieht man die diversen Titel. Top 10 Holdings. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Top 10 Holdings. View all. Ich hatte gestern eine andere Betrachtung. Deswegen muss ich hier mal ganz kurz schauen. Einen Moment. Einen Moment, mach ich mal anders. Muss ich anders machen, einen Moment. So, nochmal zurück. Okay, funktioniert also nicht. Also, XBINTLA, ETF. So. 72 ETFs mit Intellia Therapeutics. Hier kann man sehen, also was die machen. Und zwar Intellia Therapeutics an dieser Stelle ist eine Firma, die im Bereich Genome arbeitet. Also ich bin jetzt kein Experte in diesem Segment, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass die hier im Bereich halt RNA-Technologie und dergleichen entsprechende Forschungsprojekte eben forcieren und ein unglaublich starkes Wachstum gesehen haben. Ich will das mal ganz kurz hier vielleicht zeigen. Unglaublich starkes Wachstum gesehen haben im Laufe der letzten Monate. Hier gab es eine Meldung, da gab es irgendwie einen dramatischen Sprung, CSPR hieß das, irgendwie sowas, wo eine Meldung war mit einer Kooperation, also eine Aktie auf jeden Fall, die extrem stark gelaufen ist und die sehr stark positiv auch korreliert ist tatsächlich zum XBI. Und was ich eben ganz interessant finde hier ist, man sieht es hier, Biggest Holder, also die größte Position in diesem ist ARK Innovation, also den hatten wir ja schon mal zum Thema gemacht. Und das bedeutet etwas anders formuliert, wir haben hier einen potenziell starken Growth-Titel, der da eben in dieser Konstellation beginnen könnte, sich stark positiv jüngst oder jetzt in näherer Zukunft eben entsprechend zu entwickeln. Bedeutet, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben auch hier eine Korrektur gesehen, von im Hoch sind wir bei $200 gehandelt worden, jetzt zwischenzeitlich von fast 50%, mehr als 40% Korrektur. Und jetzt ist da eine ganz interessante Konstellation aufgetreten, Stichwort potenzieller Volumenspike. Und zwar, ich mache den mal hier ganz kurz auf. Hier war natürlich ein massiver Anstieg des Volumens, aber wir ziehen den mal hier raus. So, da kann man, ziehen den noch ein bisschen breiter. So, dann fällt das ein bisschen deutlicher auf. Wir haben hier ebenfalls eine potenzielle Kapitulation gesehen. Und in diesem Zusammenhang, also einen sehr, sehr starken Anstieg des Volumens, wir können hier sehen, da sind 2,86 Millionen Stücke hier an dem Tag gehandelt worden. Wenn wir uns das durchschnittlich gehandelte Volumen anschauen, das ist gar nicht so viel. Also wir sehen hier, durchschnittlich werden weniger als 1 Million Stücke eigentlich gehandelt. Also das ist jetzt für die Intraday-Trading-Perspektive nicht unbedingt das attraktivste Vehikel, aber längerfristig, glaube ich, ziemlich vielversprechend. Und diese potenzielle Kapitulation in Verbindung mit dem gestern erfolgten Bruch dieser Trendlinie hier ist durchaus etwas, was Beachtung finden sollte. Also ich könnte mir vorstellen, wenn beginnt der Biotechnologiebereich hier infolge dieses jetzt extrem auf der Unterseite, dieses Indiz einer Umverteilung und wieder potenziell aufnehmenden bullischen Momentums, sollte sich in diesem Zusammenhang der Biotech-Bereich eben beginnen, bullisch zu präsentieren, dann ist eventuell, besonders hier Intellia in dem Kontext, ein interessanter Kandidat. Ich habe die Aktie auch hier mal schon mal aufgemacht. Einmal in der MarketsX-Plattform. Das ist natürlich das gleiche charttechnische Bild. Aber auch hier wollen wir das mal ganz kurz einzeichnen. Da ist dann der Trendlinienbruch, der gestern da erfolgt hat. Erfolgt ist, Moment, so, mach das mal ein bisschen größer vielleicht, so, zack, so,
Also diese Trendlinie, die da gebrochen worden ist, das Halten der 130er-Marke, das habe ich als ziemlich interessant erachtet. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir hier einen kurzfristigen Boden gesehen haben und mit Eroberung, also sollten wir dann hier den Bereich besonders um, das ist roundabout 132 vielleicht. Vielleicht noch ein Stück weit höher, ja. Gestern haben wir knapp unterhalb geschlossen. Also sollten wir allerspätestens die 140 rausnehmen. Glaube ich, haben wir realistisch Potenzial, welches uns zurück in Richtung 170 und höher führen könnte. Also in dem Bereich hier, der September-Hochs, die ungefähr um 180 eben tatsächlich lagen. Das scheint mir ein durchaus interessanter Kandidat zu sein. Und also ich wäre jetzt nicht unbedingt einfach nur long gegangen in diese Übertreibung. Aber was mir eben besonders gefällt, ist eben einerseits das Volumen. Und zweitens eben dieser Trendlinienbruch, der zeigt, dass die Bären in Anführungsstrichen die Kontrolle jetzt abgegeben haben. Und das ist durchaus ein interessanter Kandidat, den man einfach mal beobachten sollte an der Stelle. Ich hatte dazu gestern auch was dann hier in der Discord-Community geschickt. Dazu hatte ich noch zwei, drei Gedanken. Also da findet man dann auch in dem Zusammenhang nochmal den Namen, wenn man den jetzt nicht mitbekommen hat und dergleichen. Chart habe ich noch nicht eingestellt. Ich habe das gestern über Smartphone getippt. Deswegen ist das an der Stelle jetzt kein Chart. Aber also auf jeden Fall ist das durchaus mal ein Kandidat, den man auch ein bisschen längerfristig vielleicht beobachten sollte. Also das scheint mir durchaus interessant. Und vor allem, wir haben auch ein relativ klares Level, gegen das wir riskieren können. Das ist ungefähr die 120er-Region. Also du weißt, wenn die gebrochen wird, dann geht es vielleicht erstmal nochmal in Richtung die Gap Close, dass wir dann auch vielleicht nochmal die Gefilde um 100 eben tatsächlich anlaufen. Bis jetzt ist es aber im ersten Moment so ein bisschen vielversprechend. Und wie gesagt, das könnte ein durchaus interessanter Kandidat sein, der dann auch in einem grundsätzlich günstigen Equities-Umfeld eben potenziell bullisch performt. Andere Einzeltitel habe ich heute noch nicht vorbereitet. Also da warte ich noch, welche im News da sich heute dann entsprechend präsentieren, ob da heute irgendwelche heißen Titel vielleicht sich präsentieren. Grundsätzlich, wir haben Goldman Sachs hier vor der Markteröffnung. Vielleicht liefert die Aktie da irgendwie irgendwelche Impulse auf der einen oder anderen Seite. Das könnte trading-technisch sich vielleicht ein Setup ergeben. Ich habe Goldman ehrlich gesprochen noch nie getradet. Das wäre also meine in Anführungsstrichen Jungfernfahrt. Ist ein relativ schwerer Titel, relativ stark, man kann es ja auch hier erkennen, also unweigerlich eine unglaublich starke Performance hier. Konsolidierung gegen roundabout 3, was ist es, 3,70 ist es ungefähr. Es ist durchaus davon auszugehen, dass sich Goldman hier in die Reihe der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen einfügt, sei es Citi, sei es Morgan Stanley, sei es auch JP Morgan. Die haben alle grundsätzlich sehr, sehr starke Zahlen präsentiert. Also wie erwartet. Und dann wäre durchaus denkbar, dass dann Goldman in der Konstellation ebenfalls nachzieht. Und sobald wir dann hier im Gap sehen, besonders hier an der Stelle, vielleicht kann man das noch ein bisschen deutlicher erkennen, ein Gap zurück über die 400er-Marke, beziehungsweise vielleicht gar kein Gap und zwangsläufig, sondern nur ein Gap in Richtung dieser Region und dann diese 400 erobern, dann könnte das eventuell der Drive sein für die nächsten Tage, der uns in Richtung 420 und auf neue Allzeithochs eben tatsächlich in der Aktie führt. Aber da warten wir einfach mal ab, welche Richtung die Earnings veröffentlicht werden. Aktuell, wie gesagt, bin ich da noch in Anführungsstrichen ganz entspannt. Ja, DAX zurück über 15,5. There we go. Also ich glaube, das war's nach unten. Wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass wir unweigerlich weiter diese bullische Performance fortschreiben, sondern eher diesen Korridor zu sehen bekommen. Aber auf der Short-Seite, glaube ich, sollte man sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Was ich interessant finde, aktuell, Euro-US-Dollar ist nicht so spektakulär. Wir wollen einen Blick mal kurz auf Gold werfen und danach auch auf Bitcoin übrigens. Bitcoin hat jetzt, glaube ich, ja, 59.000, also wieder Aufschläge gesehen. Rückt die 60.000er-Region in den Fokus. Durchaus denkbar, dass wir da am Wochenende in diese Gefilde vorstoßen. Ich will mal ganz kurz einen Blick auf Gold werfen. Es ist erstaunlich, was wir gerade zu sehen bekommen, weil es passt eigentlich überhaupt nicht in das ein, was wir erwarten würden. Zehnjährige Zinsen, die ziehen zwar leicht an. Ja, das steht hier außer Frage. Aber, Moment, das ist ein Tageschart. Wir machen mal die 30-Minuten-Betrachtung. Aber das rechtfertigt meiner Einschätzung nach nicht einen aktuell derartigen Abschlag. Also wir sehen hier an der Stelle Gold, Silber mehr als ein halbes Prozent jeweils im Minus. Nicht, dass es uns ungelegen käme. Fakt ist, dass wir in dieser Konstellation hier natürlich jetzt vielleicht das Anlaufen eines potenziellen Triggers zu sehen bekommen. Aber es ist erstaunlich, dass Gold nicht in der Lage ist, hier derzeit eben stärkere Nachfrage zu sehen in diesem Umfeld, in dem sich Zinsen eben überrollend präsentieren. Also das hat sich, wie gesagt, auch gestern ja schon gezeigt. Wir hatten eine sehr, sehr starke Reaktion auf die Inflationszahlen hier. Das war am Mittwoch. Mit dem entsprechenden Run-Test dann tatsächlich auch der 1800er-Region, ziemlich punktgenau. Und jetzt kommt es eben zu dieser Korrekturbewegung, die
Mal schauen. Also ein sehr guter Unterstützungsbereich, wahrscheinlich schon bereits um 1780 findet. Also ehrlich gesprochen könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt hier eine sehr attraktive Region ist, gegen die man sich potenziell long positionieren kann. Natürlich warten wir ab. Also wir würden jetzt auch hier nicht einfach nur blind reinholzen und würden uns long positionieren, sondern was wir machen an der Stelle ist, wir warten erstmal ab, ob diese kurzfristige Abwärtsstruktur, die sich jetzt hier etabliert hat, dann gebrochen werden kann. Also das heißt, die Bullen die Kontrolle zurückerobern. Und wenn das dann in diesem Bereich hier gegen die 1780er Region stattfindet, ist das ein potenzieller Long-Trigger. Er interessiert mich natürlich, ausgehend von meinem sehr bullisch skizzierten Bild für Silber, wie Silber an der Stelle hier sich dann verhält, beziehungsweise in welche Gefilde wir vorstoßen. Wir erinnern uns dran, ich hatte gestern hier diesen Bereich 23, 20, glaube ich, beziehungsweise 23er Region thematisiert. Das wäre jetzt so ein Bereich, gegen den könnte ich mir schon vorstellen, mich nochmal long zu positionieren. Also mal gucken, vielleicht gibt es einen kleinen, ich nenne es mal Flush-Out auf der Unterseite. Das wäre sehr günstig, dass wir vielleicht nochmal ein Stück weit tiefer, so in den Bereich 23, 15 vielleicht rutschen. Gegen diesen Bereich long sich zu positionieren, beziehungsweise sofern wir hier dann auch diese Abwärtssequenz in der Lage sind zu brechen, das scheint mir durchaus interessant zu sein, weil wir übergeordnet mindestens noch Potenzial in Richtung der ganz übergeordneten Abwärtstrendlinie hier dieser, nehmen wir mal raus, dieser türkisfarbenen Linie haben. Hier, also der übergeordnete Abwärtstrend. Das Interessante an dieser Konstellation ist, wenn wir in diese Gefilde vorstoßen, gegen diesen Bereich, mit einem Stop knapp unterhalb der 23, 22,90, so roundabout vielleicht, dann ist das CRV-technisch durchaus noch interessant, ganz zu schweigen davon, dass eben mit einem Bruch höher an dieser Stelle natürlich weiteres Aufwärtspotenzial generiert würde. Also hier wäre es dann auch so, wir würden gegen diesen Bereich uns long positionieren. Stop, also ich schreibe das mal auf. Moment. Also ein potenzieller Triggerbereich, das ist so ein Bereich 23, 23, 20. So. Gegen den würden wir uns long positionieren. Stop-Läge, ich würde mal sagen, hier liegen wir eigentlich relativ gut. Das ist so der Bereich 22, 85, 22, 90. 22, 90. Dann sind wir mit einem kleinen Risiko drin, 30 Cent. Ich hoffe, dass man das überlesen kann. So, also 30 Cent. Und dann gehen wir auf der Oberseite eben hier zunächst einmal auf den Test 23, 80, 24. Das sind dann mindestens 60 Cent Chance, also da auch ein 24, ein CRV von 2 zu 1 an dieser Stelle. Wenn wir jetzt hier in diesem Bereich, sagen wir mal vier Kontrakte, einfach um es einfach rechnen zu können, kaufen würden, dann würde ich gegen diesen Bereich hier, würde ich ein erstes Viertel rausnehmen und würde den Rest stehen lassen. In Antizipation, dass es zu einem Break höher kommt. Und wenn wir diesen Bereich nicht in der Lage sind rauszunehmen, könnte man wieder überlegen, vielleicht noch ein bisschen aggressiver rauszunehmen, nochmal ein Viertel rauszunehmen, wenn es hier ein Überrollen gibt in dem Bereich beispielsweise. Und dann einfach zu schauen, ob der Bruch eben tatsächlich erfolgt, beziehungsweise bei einem ganz klaren Change in Character, beziehungsweise härteren Abprall gegen diese Region, dann auch den Rest rauszunehmen, weil dann soll dieser Bruch höher einfach schlichtweg nicht sein. Und es scheint mir durchaus ein attraktives Szenario einfach deswegen zu sein, weil wir uns natürlich jetzt nach diesem Bruch hier höher aus dieser Konsolidierung schon die Frage stellen sollten, dass, oder beziehungsweise nicht nur die Frage stellen sollten, sondern ein ganz klares Signal gesendet bekommen, wonach wir eigentlich im übertragenen Sinne auf der Unterseite schlichtweg einfach fertig sind. Und ja, das also an der Stelle zu Silber. Wie gesagt, Szenario 23, 20, Roundabout 23, 22, 90 im Stop. Hier ist nochmal das Setup an der Stelle. Und dann eben Ziel auf der Oberseite die 24er Region. Das wäre durchaus etwas, wo ich glaube, das könnte von Interesse sein, gerade trading-technisch. Mach mal jetzt noch kurz Bitcoin auf. Da ist Bitcoin. Einen Moment. Einen Moment, einen Moment. Muss mal hier noch ganz kurz was eintippen. So. So, okay. Und zwar
Das ist jetzt ein bisschen ungünstig gelaufen. Augenblick. Mach dich nochmal ganz kurz auf. Gibt es irgendwelche Fragen? Irgendwas, wo ihr sagt, das ist jetzt auch noch ein Markt, den würde ich gerne mal beleuchtet sehen oder das wäre ganz interessant an dieser Stelle, doch mal drauf zu blicken. Bitcoin. Was denn? Plug ist gestern übrigens gar nicht mitgelaufen. Plug war gestern einer der bärischen Performer. Das vielleicht nochmal ganz kurz hier. Dazu hatte ich nämlich auch ein Setup geschrieben. Das ist überhaupt gar nicht ein Thema gewesen. Das hat sich relativ zügig, hat sich das erledigt gehabt. Ich hatte nämlich in der Discord-Community, ich will das mal ganz kurz hier nochmal zeigen, ich hatte nämlich geschrieben 33, 33,50. Das ist ja der Bereich, den hatte ich auch im Morning Meeting schon thematisiert, der gehalten werden muss. Und wäre, falls nicht, da kann man es nämlich lesen, also kann gehalten werden, falls nicht, wäre das ein Zeichen, dass Long heute vom Tisch ist. Also das bezog sich besonders erstmal darauf, ob die 34 erobert werden kann. In dem Fall war aber noch nicht mal die 33 haltbar, sondern wir haben gleich zum Open Back, wir haben gleich zum Open Back hier eine Flash gesehen. Wir sind um 33,50 reingekommen. Pi mal Daumen. Und dann ging es einfach nur straight away 2 Dollar tiefer und wir haben es auch nicht geschafft, die 33 zurückzuerobern. Also jedenfalls nicht dann nächsten Handelsstunde, in Anführungsstrichen, beziehungsweise bis zur zweiten Hälfte des Handelstages bis 18 Uhr. Wir haben dann nochmal einen kleinen Versuch gestartet, hier in den Abend hinein, aber auch da rollten wir gegen die 33er-Region wieder knapp über. Also das wäre aus der Perspektive, ausgehend von der 33 als Inflection, dann durchaus handelbar gewesen, aber es hätte eine Anpassung erfolgen müssen. Wie gesagt, da war in dem Moment einfach für mich schon natürlich die Party vorüber. Da wusste ich einfach, das wird heute nichts, weil die 33 zu halten, das war einfach ein Schlüsselbereich. Das war auch der 2 Tage VWAP zum Beispiel, der volumengewichtete Durchschnittspreis. Und an der Stelle, wenn der gedroppt wird, dann weiß ich eben ausgehend von meinem Gameplan, Game over. Also das heißt, dann schaue ich mich nach neuen, anderen Gelegenheiten um. In dem Fall, wie gesagt, war Plug dann einfach vom Tisch. So, hier einmal Bitcoin. Jetzt muss ich wieder zu meiner Schande gestehen. Wir hatten gestern Setup thematisiert. Kurze Frage. Dieser Bereich hier. Waren wir long gegen diesen Bereich? Das weiß ich gar nicht. Vielleicht kann mich da ganz kurz einer briefen. Was wir zum Thema gemacht hatten. Ich weiß nur, dass die Long-Seite weiter ein Thema war. Ich glaube, wir hatten zwar den Bruch hier, den hatten wir zum Thema gemacht. Wobei, also dadurch, dass die Trendlinie gesprochen wurde, scheint mir es wahrscheinlicher, dass wir ein Szenario skizziert haben, wonach wir den Break tiefer durchaus zum Thema gemacht hätten. Also wenn wir die 53 500 ungefähr hier unterschritten hätten, was ja nicht stattgefunden hat. Da müssten wir jetzt nochmal schauen. Ha, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Also Fakt ist auf jeden Fall, wir sind jetzt wieder in einem ganz klar bullischen Umfeld. Potenzieller Long Trigger 58, 58,4, also dieser Bereich hier. Mal schauen, ob wir in der Lage sind, den überhaupt anzulaufen. Das sind nochmal ehemalige Hochs Roundabout, gegen welche dann ein Abstoßen stattfinden könnte mit Eroberung. Das sieht man dann hier. Chart mit der Eroberung eben hier der 59.500 bzw. 60.000 Region, also rein psychologisch, das dürfte auch durchaus nochmal Nachfrage vielleicht in den Markt reinziehen, infolge derer dann entsprechend eine Squeeze in Richtung der Allzeithochs denkbar wird. Ich muss aktuell wirklich sagen, mir scheint es nicht unwahrscheinlich, dass wir übers Wochenende neue Allzeithochs sogar vielleicht zu sehen bekommen. Also es könnte ein durchaus interessantes Wochenende für den Kryptobereich sein. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber mir scheint es durchaus eine Option, dass wir zeitnah hier nochmal eine Attacke auf die Allzeithochs und vielleicht sogar einen Bruch höher zu sehen bekommen, auf die 65. Und was wir eben auch sehen, wenn wir jetzt zum Beispiel mal diesen parabolischen Kursanstieg von zu Beginn des Jahres uns ins Gedächtnis rufen, es ist durchaus dann damit zu rechnen, vielleicht auch besonders nach dieser sehr ausgeprägten, langgezogenen Korrekturbewegung und all dem, was an Informationen jetzt auch verarbeitet wird und dergleichen, dass dann ein ähnlich dynamischer Break wie hier eben im Februar stattfindet, wonach es dann einen richtig scharfen Follow-through geben kann, wo wir nochmal massiv Aufschläge sehen. Also nur um das mal einzuordnen, das sieht ja zwar nicht so groß aus, aber wir sind damals, das war im Bereich ungefähr um 42.000 Dollar, sind wir auf neue Allzeithochs gebrochen. An dem Tag sind wir dann nochmal bis 46.000 gelaufen. Was in der Spitze? Kommt das hin? Kurz gucken. Ja, 46, 46, fast 47.000.
Haben also nochmal 10% aufgesattelt. Und vor allem, es gab dann auch keine schärfere Korrekturbewegung oder dergleichen, sondern das war wirklich ein Bruch, der gekommen ist, um zu bleiben, zumindest kurzfristig. Wir haben dann in den Folgetagen eben hier weiter die Aufschläge fortgeführt, bis in Richtung 57. Die dann erfolgten Bereiche oder Markierung neuer Hochs, die war dann jetzt nicht mehr so signifikant. Das war dann durchaus etwas, was man als Veränderung im Charakter der Dynamik im Tier hat identifizieren können, dass da vielleicht kurzzeitig das bullische Momentum zum Erliegen kommt. Das hat dann sicherlich noch ein bisschen gedauert. Also wir reden hier von über einem Monat. Aber nichtsdestotrotz, das hat sich dann so eine kurzfristige Struktur, Top-Bildung ausgebildet. Aktuell vor dem Hintergrund dieser Stärke, muss ich ganz ehrlich sagen, scheint mir dieses Szenario zunächst einmal, also Momentum-Move an dieser Stelle am wahrscheinlichsten. Sollten wir neue Allzeithochs markieren, beziehungsweise besonders sollten wir eben über die 60.000er Marke an dieser Stelle eben brechen. Also die Vorgaben in Bitcoin, die bleiben weiterhin auf jeden Fall ganz klar bullisch an der Stelle. So, jetzt verlässt mich langsam aber sicher so ein bisschen die Stimme. Ja, das wäre es soweit meinerseits eben tatsächlich gewesen an dieser Stelle für diese Woche. Wie gesagt, Goldman Sachs heute vorbörslich mit Zahlen, Earnings Release, mal schauen, 400 könnte da eine Inflection sein, schauen wir mal, ob die überhaupt ein Thema wird. Habt mal einen Blick auf Intellia an dieser Stelle. Ist jetzt nicht unbedingt ja, vielleicht auch potenziell volatilste Name. Also wir haben immer eine ATR von $9, also das kann durchaus schon einiges an Schwankungen Intraday eben nach sich ziehen. Aber hauptsächlich ist das eher ein Play aus längerfristiger Perspektive. Scheint mir durchaus ein interessanter Kandidat eben tatsächlich zu sein, den man mal näher beleuchten sollte. Vor dem Hintergrund eben der übergeordnet sich verhältnismäßig extrem darstellenden Konstellation im XBI, also im ETF, der den Biotechnologiebereich eben tatsächlich abbildet. Und ja, das wäre es soweit tatsächlich meinerseits gewesen. Wenn dann keine Fragen sind, dann wünsche ich euch ein schönes, erholsames Wochenende. Passt für den restlichen Handelstag, für den restlichen Handelstag auf eure Stops auf. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut euch die Aufzeichnung an oder seid live dabei. Wie gesagt, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal. Habt ihr Fragen, gerne unterhalb dieses Videos stellen. Und ja, soweit meinerseits. Also, Happy Trading, passt auf die Stops auf. Wir hören uns Montag wieder, 10:30 Uhr zum Morning Meeting gemeinsam mit Markets. Und soweit. Also von mir. Habt euch wohl, macht's gut, bis dann.